Wir haben jetzt zum vierten Mal die Pecha Kutscher hier in der Raprika veranstaltet und das Ziel ist eigentlich, verschiedene Vereine und Initiativen hier herzuholen, dass sie in sehr kurzen, knappen Zeit präsentieren, was sie eigentlich alles machen und da eine gegenseitige Vernetzung auch da stattfindet. Einerseits wollen wir, dass die Vereine neue Engagierte finden, beziehungsweise Leute sich informieren über die Vielfältigkeit hier auch in der Grenzregion. Auf der anderen Seite möchten wir natürlich, dass sich die Vereine untereinander auch kennenlernen. Und was uns darüber hinaus noch wichtig ist, auch bei der nächsten Edition, weil wir jetzt mittlerweile 20 Vereine auch aus Görlitz hier hatten, noch ein bisschen mehr über die Grenze zu gehen und auch polnische Vereine oder Initiativen hier in die Raprika zu holen und ihre Projekte vorzustellen, damit dabei auch wiederum ein Austausch über die Grenze hinaus entstehen kann. Vertrete sozusagen das queere Netzwerk von Görlitz und wir haben heute einen Projektantrag eingereicht zur Queer Area. Die war am 18.08.2018 auf dem Focus Festival in Görlitz. Es hat ganz viele unterschiedliche TeilnehmerInnen aus Polen, aus Deutschland und aus der ganzen großen Region, großes Einzugsgebiet. Genau, und diese Area, die soll eigentlich queeres Leben in der Stadt sichtbar machen und repräsentieren. Man will ein bisschen die Öffentlichkeit damit konfrontieren, aber auch ganz beiläufig erzählen, dass es alles so gar nicht so schlimm ist, eine LGBTIQ-Community zu haben. Und wir haben da Filme gezeigt, Kurzfilme und wir hatten ein Konzert und wir hatten eine DJ und wir hatten Workshops und wir hatten Info- und Beratungsstände. Was ganz wichtig war, vor allem auch diese Info- und Beratungsstände, da konnte man sich einfach Zettel abholen und es gibt jetzt neuerdings ein mobiles Beratungsangebot auch in Görlitz über meinen Verein, den Filmclub von der Rolle, das ist das Kino in Görlitz in der Altstadt auf Handwerk 13. Camillo-Kino nennt sich das. Genau, und da kann man jederzeit hinkommen und alles fragen, was man will oder sich beraten lassen zu eben queeren Themen. Ja. Und ich bin sehr froh, dass ich diese Förderung bekommen habe heute und um das Projekt eben halt wieder zu refinanzieren. Da bin ich sehr glücklich. Dankeschön. Hallo, ich bin hier vom Quartiermeister. Wir waren heute in der Raprika und haben uns als Quartiermeister vorgestellt, weil wir von einem Sozialunternehmen kommen und einen Verein haben, der Geld abzugeben hat an Projekte und Initiativen. Und genau da haben wir in Görlitz welche gesucht, die sich lokal und mit einem gesellschaftlichen Mehrwert für Nachbarschaftsprojekte einsetzen, und zwar auf einer eher kleinen, niedrigschwelligeren Ebene. Also wir hatten 500 Euro heute zu vergeben und ein Projekt hat gewonnen. Und das Schöne ist, wie das hier in Görlitz so ist, dass die beiden Projekte, die sich jetzt beworben haben, weil das dritte leider abgesprungen ist in letzter Minute, die beiden haben sich jetzt geteilt aus Solidarität. Das ist für Quartiermeister eine ganz schöne Sache, weil es damit keinen Verlierer gibt, sondern jeder hat einfach Geld gekriegt. Und wir wollen nächstes Jahr wieder in Görlitz fördern. Ja, und suchen dafür wieder Projekte und Initiativen und dann vielleicht auch in einer deutsch-polnischen Kooperation.